Das, was die Schweizer Nazi-Polizei mit Yassin Chekaoui gemacht haben, nennt man Racial Profiling und wird gezielt angewendet, um Einwanderer mit Immigrantenlook das Leben zu versauen. Und ist eine Technik der SVP-Nazis auf allen Schlüsselpositionen sowie Polizei, Justiz, Behörden, Politik. Jetzt aber ist das einem bekannten Fußballer passiert. Und sie werden sich im besten Fall entschuldigen und sagen, dass es ein Fehler war. Ist es aber nicht, weil es eine überlegte, absichtliche Einschüchterungspolitik ist. Der einzige Fehler besteht hierin, dass es eben rausgekommen ist. Sie werden aber weitermachen und weiter unsere Kinder belästigen und erniedrigen in dem Schweizer Faschistenstaat mit langer Tradition von verdinkender, administrativ versorgter Ausländer ihre Kinder wegnehmen von den Homos der KESP, unschuldige Ausländer kriminalisieren und im Parlament die manipulierten Ausländerkriminalstatistiken präsentieren zu können. Die Schweizer Finanzierung Hitlers in 1923 Zürich, FIFA-Korruption und so weiter und so weiter. Also machen Sie bitte viel Druck, weil alles hier mit dem Tag schlimmer wird. Es ist jetzt oder nie, weil so eine Möglichkeit nicht mehr kommen wird, dass die Schweizer Uniform-Nazis ihr Racial Profiling mit einem berühmten Fußballer gemacht haben, während die Schweizer und Schweizerinnen das tagtäglich an unseren Kindern durchführen mit Immigrantenlook. Lasst bitte nicht locker für unsere Zukunft und die unserer Immigrantenkinder. Ich habe noch mehr Informationen und stehe mit Rat und Hilfe zur Verfügung. Bitte auch weiterleiten an Angelo Canepa und Yassin Chekaoui. Mir haben die Schweizer Nazis eine Antiterroreinheit geschickt, um mich einzuschüchtern und mundtot zu machen und Morddrohungen zu geben, weil ich es wage, auf YouTube und in ausländischen Medien meinen Mund über die Schweizer Verbrechen aufzumachen. Es stand im Blick, die Verhaftung. Übrigens gehört die Einfahrt her. Das ist ein Durchgangsweg. Scheiß Holländer. Lass wieder Renzi an den Kost, die rausputzen. Sie sind nicht als Mieter hier. Ja. Die Kinder müssen ja nicht Ferien. Rauskommen. Mach jetzt das weg. Don't touch me. Get your hands off me. Go out. Was bist du für ein Ficker? Viel zu viel von den Ausländern. Ey. Ein paar sind ein paar Ausländer, und wir alle solche Kapazitäten haben. Was? Mal gesagt, was? Polizei bekannt ist er. Ja. Jetzt zeigen wir ihn mal an. Ja, mach mal. Okay. Ja, ich warte. Oh, noch aggressiv werden. Oh je. Und wie heißt du? Ich bin angelangt. Und wie heißt du? Wenn ich mich hier nicht wohlfühle, dann kann ich nichts dafür. Ihr seid hierher gekommen. Jetzt sind es alle da.